Eine neue Ausgabe aus der Welt der Eisenbahnen. Rail Herbie hofft, dass es euch gefällt. Juli 2009. Das Verkehrshaus Luzern besteht heuer 50 Jahre. Aus diesem Anlass fahren Dampfschiffe auf dem Vierwaldstätter See und Dampfzüge auf den 1800 Meter hohen Rigi. Ein Wochenende später fährt dieselbe Lok von Arth-Goldau auf den Rigi. Die weltweit einzige betriebsfähige Zahnraddampflok mit stehendem Kessel. Thank you.
Der Bahnhof Rigi-Staffel. Hier treffen sich die Gleise aus Arth-Goldau links und Vitznau rechts. Unsere Dampflok wird versorgt. Sie unternimmt Pendelfahrten zum Gipfelbahnhof Rigi-Kulm. Die elektrischen Züge sind etwa dreimal schneller.